wenn du dir sowas ansparst, dann bist du irgendwann angekommen, ne? Lohnt sich Made in Germany und was steckt dahinter und welche Firmen repräsentieren Made in Germany? Das klären wir heute zusammen mit euch und damit willkommen zu den Bauforum 24 Werkzeug News. Und neben mir, wie gewohnt, motiviert bis in die Haarspitzen der Kollege Max Leser. Ich bin ebenfalls motiviert bis in die Haarspitzen. Die sind momentan noch ein bisschen lang, aber es ist Besserung in Sicht. Und generell nochmal der Verweis auf die letzte Made in Germany Folge. Da gab es doch sehr, sehr viel konstruktive Hinweise. Wir hätten dieses und jenes Unternehmen doch vergessen. Und da müssen wir zu unserer Schande gestehen, wir hatten eigentlich auch das anmoderiert, dass das eine kleine Serie wird. Und wir hatten euch auch erklärt, was es eigentlich mit Made in Germany auf sich hat. Aber leider hat uns die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn wir hatten einen Datenfehler auf der Hauptkamera. Und deswegen mussten wir das etwas einkürzen. Aber das holen wir heute nach. Und Herr Leser, gut gelaunt heute? Auf jeden Fall. Du hast eine schöne Tischbohrmaschine neben dir, ne? Zum ja. Anlehnen. Genau. Ich glaube, die ist auch solide, ne? Da kannst du dich. Die ist solide, auf jeden Fall. Wollen wir erst noch mal über Made in Germany quatschen, ne? Genau, was ist das überhaupt? Denn Made in Germany heißt natürlich hergestellt in Deutschland. Und es ist ja eigentlich immer noch ein Qualitätsmerkmal, aber das war nicht immer so. Denn am 23. August 1887 trat der sogenannte Marksman Act in Großbritannien in Kraft. Und das hatte zur Folge, dass alle Produkte, die nach Großbritannien importiert wurden, den Aufdruck Made in Germany tragen mussten. Das war im Prinzip verpflichtend. Und vielleicht waren die deutschen Unternehmen, die damals nach Großbritannien importiert haben, gar nicht so glücklich darüber. Denn die Geschichte war, dass es in Sheffield zum Beispiel eine große Messerindustrie gab. Ähnlich wie später vielleicht die Messerindustrie in Solingen. Die Messer aus Sheffield waren bekannt für ihre gute Qualität und waren auch als solche dann gekennzeichnet. Und dann tauchten aber immer mehr Messer aus deutschen Landen auf, die aber aus billigen Gusseisen waren. So, und teilweise waren die sogar mit Made in Sheffield quasi als Klon gekennzeichnet. Das heißt, die Deutschen haben ordentlich kopiert, um da Profit zu machen. Und dann hat sich England überlegt, naja, was machen wir jetzt? Sollen wir vielleicht Zölle auf Waren aus Deutschland einführen? Aber das hätte ja zum damaligen Zeitpunkt der Exportnation Großbritannien sehr geschadet. Ja, und dann hat man gedacht, wir sind jetzt ganz clever. Die Deutschen müssen jetzt auf ihre Waren Made in Germany draufdrucken, quasi als Brandzeichen, wirklich als Branding, als Makel. Damit wussten die Engländer, okay, es ist zwar billig, aber Obacht, es kommt aus Deutschland. Aber die Engländer haben da wohl die Rechnung ohne das steigende Qualitätsbewusstsein der deutschen Industrie gemacht. Das heißt, die deutschen Produkte wurden nach und nach immer besser. Und auf einmal war das Brandmal, das Stigmata Made in Germany, ein Qualitätsmerkmal. Und das war letztendlich auch dafür verantwortlich, dass die Wirtschaft in den nachfolgenden Jahren und Jahrzehnten wirklich boomte, weil der Begriff Made in Germany weltweit wirklich ein Qualitätsmerkmal war. Und ich weiß selber, welche Strahlkraft Made in Germany im Ausland hat, denn ich war ja auch schon viel unterwegs. Zum Beispiel habe ich auch mal in den USA gelebt und wenn du da ein deutsches Auto gefahren bist, dann war das immer noch, ja, richtig was wert. Also Made in Germany und Autobahnen sind sie natürlich auch ganz verrückt. Und heutzutage gibt es natürlich Stimmen und Meinungen, die sagen, naja, Made in Germany, ist das überhaupt noch das wert, was es mal war? Teilweise muss man ja so ein bisschen zweifeln, wenn man sich bestimmte Bauvorhaben in Deutschland mal anschaut, wie das so gelaufen ist. Aber wir haben ja in der letzten Sendung schon gezeigt, dass Werkzeug Made in Germany durchaus eine gute Qualität hat. Aber was auch klar ist, dass der Standort Deutschland von den Lohnkosten, von den Produktionskosten oftmals nicht mit eben Fernost mithalten kann. Und das Interessante ist natürlich, die Klammer könnte sich schließen. Denn während ein Werkzeug Made in China heute noch nicht so Bewunderung hervorruft, könnte sich das ja vielleicht ändern und die Chinesen oder die Chinesen, wie man ja auch sagt, also wir werden ja öfter mal darauf hingewiesen, dass es doch China heißt und nicht China, aber ich glaube in Westfalen sagt man China. Und ihr wisst, was wir meinen. Denn die Chinesen sind auch durchaus in der Lage, gute Produkte zu bauen. Wenn wir mal überlegen, dass zum Beispiel die iPhones bei Foxconn in China gebaut werden oder auch hier, das Xiaomi Mi 11 ist momentan eines der besten Handys.
kommt aus China. Es gibt natürlich auch noch andere Industriezweige, wie zum Beispiel Elektromobilität oder auch die Flugtaxis von Ehang oder Ehang. Da wird einiges auf uns zukommen. Das heißt, die Deutschen sollten sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen und aus meiner Sicht sich auf den Innovationsgeist berufen, den die deutsche Industrie immer noch hat. Mhm. So, und jetzt gehen wir auch direkt in die Vollen. Und zwar, Herr Leser, was ist denn das erste Werkzeug made in Germany, was Sie hier vorstellen, die erste Marke? Knipex. Knipex, wisst ihr, machen Zangen. Und wir haben schon oft Knipex-Produkte auch verlost. Mhm. Insbesondere haben wir da so zwei Lieblingsprodukte, nämlich die kleinste Knipex-Wasserpumpenzange und auch das Set aus der kleinen Cobra und dem kleinen Zangenschlüssel. Beides wirklich Produkte, wo man denkt, eine Zange ist eine Zange, aber die Kollegen von Knipex bringen da so viel Knopfhoff rein. Erzähl mal, wie ging das los bei Knipex? Der Startschuss war 1882 mit Karl Gustav, der eine kleine Schmiede in seinem Keller gegründet hat. Und dort hat er dann halt angefangen, sich auch wirklich Handwerkzeuge zu bauen fürs Hufeisen wechseln und auch schon erste Werkzeuge, halt so Zangen. Karl Gustav hieß übrigens Putsch mit Nachnamen. Genau. Und ich glaube, 1942 haben die sich gedacht, naja, wir brauchen mal einen knackigen Markennamen, ne? Und dann hießen die Zangen Knipex. Und der große Durchbruch, so sagt es die Firmenhistorie, kam mit, jetzt muss ich einmal nach hinten greifen, denn wie man sieht, wir haben so ein paar Knipex-Zangen hier am Start. Das ist die Alligator-Wasserpumpenzange. Und was kann die? Besonders damals war, dass sie sowohl eckige als auch runde Werkstücke gut packen konnte. Genau, im Prinzip durch dieses Kombimaul. Was man hier auch noch sieht, dass die im Prinzip selbstverstärkend ist. Ja. Das heißt, die krallt sich selber fest, aber das ist ja so mittlerweile die Standard-Wasserpumpenzange. Du musst halt die Weite hier verstellen. Und da haben die Nachfolger von dem Karl Gustav irgendwann gesagt, wir setzen noch einen drauf. Dann kam die Cobra. Ne? Ich hatte meine erste Cobra in den 90er Jahren und fand das total super, dass du wirklich hier, also das hat wieder so einen Nice-to-have-Effekt. Wer noch keine Cobra hat, wir verlinken euch das Werkzeug natürlich. Gönnt euch einfach mal eine. Das ist schon sehr, sehr nice und strahlt eine unheimliche Wertigkeit aus. Aber wenn man denkt, naja, damit hat sich's weit gefehlt, die haben sogar noch die automatisch verstellbare Wasserpumpenzange. Smart Grip. Genau, die Smart Grip. Das heißt, die passt sich wirklich auf den jeweiligen Durchmesser an. Tolles Werkzeug, ne? Muss man sagen. Auf jeden Fall. Wie ging es weiter bei Knipex? Ja, also die nächste große Revolution in der Zangentechnik war dann halt der Zangenschlüssel, haben wir auch schon ganz oft vorgestellt, wo dann halt auch wirklich die Backen halt parallel verlaufen. Bin halt immer überrascht, das war schon 94 Standard, ne? Also ja. Im Jahre 94 war halt der Start damit, ne? Und ich hätte gedacht, das war echt sehr, sehr verwundert in der Recherche, dass diese Zange schon so alt ist tatsächlich, ne? Ja, und vor allen Dingen gibt es natürlich die Zangen auch in unterschiedlichen Größen. Das ist der kleinste Zangenschlüssel und ich selber wusste bis vor 2-3 Jahren, glaube ich, nichts von der Existenz eines solchen. Und ich könnte mir vorstellen, das ist auch bei euch teilweise so. Aber das Ding ist ungemein praktisch. Und was man sagen muss, du hast natürlich trotzdem so eine gewisse Zangengrundfunktion. Und wir haben euch ja das gezeigt, verschiedene Toolcheck Plus Varianten, also so ein kleines Werkzeugkit für unterwegs. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr so einen Zangenschlüssel habt und habt vielleicht noch hier den Kollegen, das ist quasi so eine Kombi- und Spitzzange in eins, dann seid ihr echt so gut ausgerüstet. Das ist echt toll. Und da aber auch gleich der Hinweis oder die Frage an euch. Wir haben jetzt hier diese Kombi-Spitzzange und wir haben einmal diesen Softgrip und dann haben wir diese normale Ummantlung. Und da mal die Frage an euch, was ist da euer Favorit und wie entscheidet ihr? Weil beide Zangen werden ja nach wie vor gut verkauft. Und was mich auch begeistert, ist wirklich diese Vielfalt an Innovationen. Denn beispielsweise die haben wir euch auch schon bei den smarten Werkzeugen gezeigt. Eine Elektriker-Installationszange, die wirklich vom Seitenschneider bis zur Kombizange, bis zum Kabelabisolierer mehrere Funktionen hat. Oder hier Kraftseitenschneider mit einer Untersetzung. Gibt es auch hier natürlich, wenn es noch ein bisschen mehr Iwan im Ärmel sein soll. Du kriegst wirklich eine Vielfalt ohne Ende. Und neulich hatten wir euch in smarten Werkzeuge auch noch hier den Rohrschneider gezeigt. Auch da geht es lang. Ja, das ist halt auch das Besondere an Knipex. Klar, also Knipex ist jetzt eine große Firma, die auch dann in ihrer Historie natürlich auch andere Geschäftsbereiche mit zugekauft haben. Sei es auch gerade das ganze VDE-Werk und die ganze Isolationssachen. Wir haben ja schon auch den Ergo-Strip gezeigt.
Und da sind die jetzt natürlich auch am Start und da haben sich einfach ein bisschen Innovation halt zugekauft. Und der Ergosphere ist natürlich auch ein super Produkt. Es gibt einen für Links- und für Rechtshändler und das ist ja super geil. Auch wenn du gerade in den Dosen halt schon bist, mit den ganzen Abisolieren, du hast halt drei verschiedene Werkzeuge im einen. Das ist halt auch schon wieder hohes Know-how und das ist eigentlich auf einem anderen Fachgebiet. Ne? Und es ist made in Germany und vielleicht bietet sich ja für uns die Gelegenheit, mal in Zukunft da mal reinzuschauen, wie Zangen gemacht werden. Wenn euch das interessiert, kommentiert mal unter dem Video. Nächstes Unternehmen, Made in Germany. Und zwar fing die Geschichte von Metabo mit einer Handbohrmaschine an. Also sowas hier. Hier steht jetzt Venusberg drauf. Das ist keine Metabo. Die Original Metabo war die Nummer 18. Und die hat Albert Schnitzer 1923 in Nürtingen gebaut. Nürtingen übrigens nach wie vor immer noch der Firmensitz von Metabo. Und Metabo steht eben für Metallbohrer oder Metallbohrmaschine vielleicht sogar auch schon. Mhm. Und mit diesen Bohrmaschinen ging es wirklich steil bergauf mit dem Unternehmen, denn die waren sehr gefragt und natürlich auch eine echte Arbeitserleichterung. Und dann hat sich Albert Schnitzer irgendwann gedacht, naja, vielleicht können wir das Ganze noch ein bisschen effizienter machen und machen mal ein Kabel dran und einen E-Motor. Und damit war dann 1934 auch die erste elektrische Metabo-Bohrmaschine am Start. Und diese Metallbohrmaschine war natürlich von den Leistungsdaten noch nicht vergleichbar mit dem, was man heute hat. Die hatte noch nicht so viel Iwan im Ärmel, denn es waren mal gerade 120 Watt und das Ganze lief bei 1200 Umdrehungen doch relativ beschaulich ab. Aber es war immerhin schon elektrisch und damit natürlich schon eine große Erleichterung. Und 1966 kam dann auch der erste Winkelschleifer mit einer Sicherheitsautomatik. Das heißt, wenn das Gerät blockiert, dass es dann abgeschaltet hat. Was natürlich damals schon im Thema Arbeitssicherheit weit vorne war. 1969 gab es dann die erste Schlagbohrmaschine mit einer elektrischen oder elektronischen Drehzahlregulierung. Und 1981 gab es die erste 1000 Watt Bohrmaschine, die hatte dann sogar eine Konstantelektronik. Oder viele werden dieses Zeichen noch kennen, dass diese Sinuswelle war. Das war dann eine Vollwellenelektronik. Das heißt, die Vollwellenelektronik auch unter Last wird die Drehzahl dann nachregeln. Natürlich im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Bohrmaschine. Die 2000er Jahre waren geprägt von Einführung der Akkutechnologie und 2005 gab es bereits erste Akkuschrauber mit Lithium-Ionen-Technologie, die die damals noch vorherrschenden Metallhydrid- oder Nickel-Cadmium-Akkus abgelöst haben mit den jeweiligen Nachteilen. Das war natürlich ein großer Sprung und Akkutechnologie beherrscht Metabos Firmenphilosophie heute auch maßgeblich, denn man sieht sich fast so ein bisschen als Systemanbieter rein im kabellosen Bereich und hat da auch federführend das CAS-System eingeführt, nämlich das sogenannte Cordless Alliance System, nämlich eine Allianz von Anbietern, die mit Akku arbeiten. Allerdings sind die meisten auch keine Vollsortimenter. Das heißt, der eine nimmt nicht unbedingt dem anderen die Butter vom Brot. Das CAS-System haben wir euch schon mal ausführlicher vorgestellt. Dazu klickt einfach mal da oben hin. Und Made in Germany, das gilt bei Metabo nach wie vor heute noch, denn es gibt auch heute noch Geräte, die in Deutschland gefertigt werden, wie zum Beispiel dieser schöne Metabo LTX Dreigang-Akkuschrauber mit ordentlich Iwan im Ärmel, Wechselbaufutter, haben wir euch auch schon mal gezeigt. Und ich war auch schon mal bei Metabo und habe mir das mal so ein bisschen angeguckt und ich war sehr beeindruckt, denn die haben da zum Beispiel noch eine eigene Gießerei, wo diese Getriebehäuser gegossen werden. Natürlich kommt auch nicht alles aus Deutschland, es gibt natürlich auch viel, was in Fernost produziert wird. Und in den letzten Jahren war Metabo auch teilweise auch ein bisschen auf rauer See unterwegs, das heißt, das Unternehmen war auch mal in Schwierigkeiten, hat mittlerweile auch eine Beteiligung aus Fernost, auch die Firma Heikoki gehört im Prinzip zu Metabo. Auch in den USA hat Metabo zum Beispiel einen sehr guten Ruf und da laufen zum Beispiel die Heikoki Werkzeuge, die ja ehemals Hitachi waren, unter Metabo HPT, was wahrscheinlich für Heikoki Power Tools steht, wäre jetzt meine Mutmaßung. Also nach wie vor Made in Germany, auch die Entwicklung ist noch in Deutschland und es ist ein Unternehmen, was uns, denke ich, nochmal in Zukunft auch viele schöne Sachen bescheren wird. Hoffe ich doch. Und nächstes Unternehmen, Made in Germany, kennen sicherlich viele von euch und zwar bauen die solche Bohrmaschinen. Ne?
Das ist jetzt eine Flott TB13 Plus, eine Tischbohrmaschine, die es auch in einer Ständerversion gibt. Und wir haben die auch noch neulich in euren Top 3 Werkzeugen gesehen. Da hatte nämlich ein Kollege so eine Tischbohrmaschine aus den 80ern. Ja, genau. Genau. Die hatte noch ein, so ein grünes Gehäuse in Guss. Im Prinzip Eisenschweine gewesen seit jeher. Flott wurde bereits 1854 als Unternehmen gegründet im schönen Remscheid. Und in Remscheid, da sind wir auch wieder wie bei Kronenberg, Stadtteil von Wuppertal, Knippex und so weiter. Das heißt, das ist ja nach wie vor der Speckgürtel der deutschen Werkzeugindustrie. Um die Jahrhundertwende hatte Flott schon ein reichhaltiges Programm an Werkzeugen, unter anderem auch Drillbohrer, also so Handdrillbohrer. Später kam man dann dazu, auch die Tischbohrmaschinen oder Ständerbohrmaschinen zu produzieren. Wir haben jetzt hier eine TB 13 Plus und die sieht gar nicht mehr so eisenschweinig aus. Nee. Die hat ein Kunststoffgehäuse, beziehungsweise sind es die Gehäuseabdeckung. Der Innenaufbau ist nach wie vor massiver Guss. Das Ding ist auch ordentlich schwer. Ja. Also alleine kriegst du die hier nicht auf den Tisch. Mittlerweile hat sich aber natürlich so ein bisschen in der Steuerungstechnik auch getan. Und von der einfachen Drehzahlregelung, was früher mechanisch war, dann elektronisch wurde, hat die mittlerweile mehrere Funktionen. Das heißt, du kannst hier die Tiefe messen, du kannst auch Gewinde schneiden und zwar automatisiert. Wenn du zum Beispiel ein Grundloch hast und möchtest da ein Gewinde reinschneiden, dann gibst du die Tiefe an und wenn die in dem Modus ist, schneide ich das Gewinde und bevor sie das Ende erreicht, fährt sie auch wieder automatisch zurück. Solche Maschinen kosten natürlich ein paar Euro, aber die Qualität, denke ich mal, ist über jeden Zweifel erhaben. Und spätestens, wenn du so ein Ding anschmeißt und die Laufruhe mitbekommst, dann bist du, glaube ich, anverliebt. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. In den 2000er Jahren gab es bei Flott auch mal Umstrukturierungen, aber das Unternehmen sitzt nach wie vor am gleichen Standort, ist nach wie vor Inhaber und familiengeführt. Und die sind auch relativ innovativ, die Kollegen, denn wir haben hier einen Maschinenschraubstock, der auch made in Germany ist, aber auch invented in Germany, nämlich vom Felix Röwe-Kemper, der heute bei uns war und uns das Gerät nochmal demonstriert hat. Aber wenn euch das interessiert, können wir auch hier nochmal vielleicht auf das Thema Flott eingehen. Vor allen Dingen, wie die Geräte gefertigt werden. Oder smarte Werkzeuge hier. Ne? Oder smarte Werkzeuge, ja. Ich sag mal, können wir in smarte Werkzeuge mal zeigen, ne? Wenn Zuschauer unter euch mit einer Flott arbeiten oder vielleicht auch ihre Ausbildung an einer Flott-Bohrmaschine gemacht haben, dann schreibt das mal unter die Kommentare. Und die Frage ist natürlich, ist sowas oversized für eine ambitionierte Werkstatt zu Hause oder gilt da auch hier der Spruch, haben ist besser als brauchen? Herr Leser? Boah, ich finde es schon, also ich habe ja den Preis gesehen und für mich wäre es zu ambitioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sonst vielleicht sowas wie die Zuschauer das auch teilweise haben, vielleicht aus irgendwelchen alten Auflösungen von irgendwelchen Werkstätten. Eine alte Flottmaschine, wenn man die für einen guten Kurs kriegt, auf jeden Fall. Aber da muss man da schon sagen, das ist halt schon die nächste große Stationärmaschine nach unseren Hobeln. Das ist halt schon eine große Hausnummer. Klar, macht auch Spaß, aber muss ja überlegen, wie oft bohrt man tatsächlich. Ich glaube jetzt nur fürs Holzbohren ist es halt einfach fehl am Platz. Ist natürlich eine Maschine, die wirklich auch in der Metallbearbeitung zu Hause ist. Auf jeden Fall. Aber ich denke immer so, es gibt natürlich auch viele Leute, die sich wirklich ambitioniert Festool oder Stiel kaufen, obwohl sie jetzt nicht gewerblich damit unterwegs sind. Und was ich immer finde, wenn du dir sowas ansparst, dann bist du irgendwann angekommen. Ne? Dann ist Ruhe im Karton. Aber du sparst halt schon länger als auf so eine Bohrmaschine, als auf eine Tauchkreissäge. Ja, ein paar Wochen vielleicht. Aber letztendlich gibt es natürlich unter euch auch viele, die es eh gewerblich nutzen oder die gewerblich unterwegs sind. Und da ist es ja auch nochmal eine andere Liga. Ja. Aber wir werden das Baby demnächst nochmal auf Herz und Nieren testen. Das nächste Unternehmen ist quasi invented in Germany, aber wie wir recherchiert haben, nicht mehr made in Germany, nämlich die Vago-Klemme. Und die Vago-Klemme werden zumindest alle Elektriker unter euch hundertprozentig kennen. Die Geschichte von Vago beginnt schon 1950 und zwar ging es dann halt los, da kam halt schon die ganze Klemmtechnik auf den Markt. Urpatent war 1950, also Federklemmtechnik und dann haben sich halt die findigen Leute sich halt gedacht, okay, wir können diese Federklemmtechnik auch für was anderes benutzen, haben dann sämtliche Rechte und Patente halt eingekauft und haben dann später, also 1951, halt die Firma Vago gegründet und sind dann halt angefangen, das ganze Elektrosortiment zu bestücken mit dieser Federklemmtechnik. Im Prinzip gibt es ja heute keinen Elektroinstallateur mehr, der noch im großen Stil irgendwie Lüsterklemmen
oder Dosenklemmen zum Schrauben verbaut. Zumindest habe ich das nicht mehr großartig gesehen. Wenn ihr im Elektrikerbereich unterwegs seid, könnt ihr auch nochmal dazu was kommentieren unter das Video. Aber man muss natürlich sehen, dass das wirklich hier ein Mehrwert für den Elektroinstallateur war und was das für eine Revolution war. Bedingt natürlich auch durch gewisse Werkstoffe, durch gewisse Fertigungsverfahren, um so eine Klemme wirklich zuverlässig herzustellen. Ne? Ja, und klar, und da haben die dann auch ganz, ganz klar dann auch in ihrer Zeit halt auch viel entwickelt, auch gerade den ganzen Spritzguss etc. Was wir bei unserer Recherche leider nicht herausgefunden haben bisher, ist, wie der Name Vago entstanden ist und ob da eine Abkürzung für was ist. Wenn ihr das wisst, helft uns weiter Schwarmintelligenzmodus an und bitte mal in die Kommentare rein. Und in den 70er Jahren ging es, glaube ich, richtig gut los bei Vago, denn 1974 gab es die Dosenklemme für eindrähtige Leiter. Das ist genau der Ursprung von der Vago-Klemme, wie man sie heute sieht. Und das haben die dann nachlaufend halt immer wirklich weiterentwickelt. Und nach dem Mauerfall haben sich dann auch groß expandiert, auch wirklich auch ins Ausland. Und die Vago-Klemme, wie man sie jetzt heute kennt, gibt es jetzt seit 2004, also auch schon relativ lange. Ich finde Vago-Klemmen auch schön, weil du bist ja immer... Ich weiß nicht, ob ihr das nachfühlen könnt, aber du hast zum Beispiel immer so diesen Moment, wenn du mit der Yokari-Zange hantierst. Und ich finde das bei den Vagos immer schön, wenn du die umlegst und dann machst du so einen Pitch und dann ist es bombenfest. Für den, der ab und zu mal was im Elektrobereich macht und der so ein kleines Sortiment braucht, empfehlen wir zum Beispiel diese kleine Mini-L-Box. Da sind so ein paar Klemmen-Varianten drin. Da seid ihr gut bestückt. Link unten in der Beschreibung. Aber jetzt hätte ich mal noch eine Frage, vielleicht an den Zuschauer, die Leute, die halt elektromäßig ein bisschen besser aufgestellt sind als ich. Und zwar gibt es, glaube ich, auch so eine Philosophie, ich habe das mal ein bisschen nachrecherchiert, auch weil ich es mal gebraucht habe. Darf man da jetzt auch wirklich so, also nur Einzelleiter reinmachen oder halt auch so Litzen? Ja, da musst du dann eine Aderenthülse haben. Ist das so? Ich glaube, ja. Weil viele sagen auch so, nee, kannst du einfach so machen. Kann man auch machen, aber jetzt frage ich mich halt, wie ist das halt auch, wenn jetzt dadurch jetzt echt ein Brand entstehen sollte, irgendwann greift die Versicherung halt nicht mehr. Und da frage ich mich halt echt mal so, was ist da jetzt wirklich Stand der Technik und was darf man und was darf man nicht jetzt? Ja, also da musst du halt Fenster aufmachen, dass zumindest die Vago-Klemme mit verbrennt. Dann hast du kein Problem. Wir sind ja keine Elektriker, schreibt mal, darf man Litzen damit klemmen oder nur Einzeldrähte? Ja. Ja. Und bevor die Made in Germany-Reise weitergeht, nochmal hier der Hinweis auf unsere schönen Shirts, die ihr nach wie vor immer noch ordern könnt. Ein Link blenden wir gerade ein. Und wir freuen uns immer, wenn wir Feedback kriegen, dass die Leute sagen, Mensch, sitzt super, selbst nach mehrmaligen Waschen läuft nicht ein, Qualität passt. Das so haben wir uns das gedacht. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte letztens noch ein T-Shirt von Strauß, ein einfaches Basic-T-Shirt. Und das Problem ist ja manchmal, dass das hinten immer so hoch geht. Weißt du, was ich meine? Ja, weil es zu kurz ist. Weil es so komisch geschnitten ist. Beim Waschen passiert das halt. Das ist halt genau, dass das bei meinem Strauß-T-Shirt passiert ist. Und es ist bei denen halt nichts. Ne? Das ist halt echt ziemlich geil. Du weißt erst, was gut ist, wenn du weißt, was gut ist. Ne? Das ist so. Und Grüße gehen raus an die Kollegen von Strauß. No front. Ne, das stimmt. Nächster in der illustren Runde der Hersteller Made in Germany ist die Firma Stihl. Und Stihl ist natürlich ein Branding, was wirklich weltweit bekannt ist. Bei der Recherche ist uns aufgefallen, dass Stihl eine Gemeinsamkeit mit Porsche hat. Scheiße! 1926 hat Andrea Stihl ein Ingenieurbüro in Stuttgart gegründet. Und der Ferdinand Porsche, der Gründer von Porsche, hat 1931 ebenfalls ein Konstruktionsbüro in Stuttgart gegründet. Das heißt, die hatten noch gar kein Werk, sondern das waren erstmal so Konstrukteure, wobei der Porsche schon eine schöne Villa hatte. Da hat er so ein paar Garagen gehabt, der konnte auch ein bisschen was machen, was mit Autos zu tun hat. Aber Stihl hat sich relativ schnell auf das Thema Sägen spezialisiert und hat im Prinzip so Forstsägen elektrifiziert. Aber Stihl war eben auch keiner, dem jetzt das Thema Forstwirtschaft so im Blut lag direkt, sondern der hat sich einfach umgeguckt, wo ist denn Bedarf? Ne? Genau, der war Ingenieur und hat dann geguckt, okay, wo kann ich was machen, wo kann ich was verbessern, beziehungsweise ja, was produktiver machen. Und da ist er dann halt auf die Holzbranche darauf aufmerksam geworden, also gerade das Holz schlagen und das Weiterverarbeiten. Genau, und da ist er halt angefangen mit der ersten Ablenksäge. Das ist jetzt nicht so wie heute, wie man eine Motorsäge kennt, das ist ja immer eine Einmannsäge. Sondern das war wirklich so eine Zweimannsäge, ne? Genau. Also eigentlich das Prinzip dieser großen Forstsägen, ja,
die halt mit zwei Mann betrieb? Genau, so ähnlich. Der Aufbau, so würde schon überpassen. Du hast natürlich da vorne, da saß auch der Motor und auf der anderen Seite war halt noch so ein Handstück und der hat das halt auch nochmal geführt. So. Und da war halt diese Ablenksäge und die war halt erstmal rein für vertikale Schnitte gedacht. Also wirklich erstmal, um den Stamm wirklich klein zu machen. Ne? Also wenn der schon mal gelegen hat, dann halt wirklich anfangen zu, okay. Wir Ablenksäge, schnappen. Also nicht genau. Zum Fällen. Das war keine Fellsäge. Ne? Hätte man vielleicht bestimmt auch dafür verwenden können, aber erstmal ging es dann wirklich um das Ablenken für den eigentlichen Grobzuschnitt. Ja, aber das konntest du ja damals noch nicht machen, weil du hattest ja noch gar keinen Motorsägenschein. Ja, stimmt. Hättest du nicht gedurft. Ne? Hättest du nicht gedurft. Auf jeden Fall traf das Ganze auf fruchtbaren Boden. 1929 gab es dann die erste Benzinmotorsäge, was ich ziemlich krass fand. So, wenn du denkst, 20er Jahre, ich fände es auch super interessant, mal so eine Säge in Aktion zu sehen. Vielleicht findet ja jemand von euch irgendwie so ein Video im Netz und kann uns den Schnipsel mal zuspielen, wie sich das Ding wohl anhörte. Vor allen Dingen war das dann ein Zweitaktmotor. Wahrscheinlich wird es ein Zweitaktmotor gewesen sein. Und Stihl hat sich aber auch gleichzeitig immer nicht nur auf eine Komponente, nämlich die Säge, konzentriert, sondern hat auch immer das Ganze als System begriffen, hat zum Beispiel auch die Sägekettentechnik immer vorangetrieben. Und dann kamen eben die Kriegsjahre und da war auch Stihl von betroffen, denn 1944 wurde die ganze Fabrik zerstört, aber wie so oft damals nach dem Krieg, es gab kein Jammern, sondern es wurde einfach angepackt, es wurde wieder aufgebaut. Und da kam auch die Idee, dass man bedarfsgerecht einfach mal sagt, naja, wo können wir noch irgendwo was machen? Und 1949 haben wir wieder eine Gemeinsamkeit zu Porsche, nämlich man hat einen Schlepper gebaut. Porsche Diesel mit dem charakteristischen Design. Bei Stihl waren das die Stihl AS und AS stand für Allzweckschlepper, den Stihl 140. Und das Thema Traktorenbau begleitete Stihl bis ins Jahr 1963. Und kleines Detail am Rande, 1949 wurde auch der Unimog geboren und der Unimog hat sich ja sowohl auf dem Acker, aber auch im Forst wiedergefunden und der Unimog ist nach wie vor heute noch im Forst anzutreffen als Universalmotorgeräteträger. Ja, aber das Thema Traktor war ja in Deutschland der Nachkriegszeit sowieso ein sehr vielfältiges Thema. Da gab es sehr, sehr viele Unternehmen, die Schlepper gebaut haben, wie auch zum Beispiel Kramer. Ne, die Radlader. Ja. Kramer baut heute noch Radlader und Kramer hat damals auch den AS gebaut, den Allesschaffer. Ne, das waren noch schöne Namen, aber Stihl hat dann wieder sich konzentriert auf das Thema Kettensäge. In der Zwischenzeit gab es 1950 zum Beispiel die erste Benzin-Einmannsäge, aber auch nicht unbedingt jetzt ein Leichtgewicht, nämlich 16 Kilo. Dafür hatte man aber auch schon einen Schwenkvergaser. Das heißt, wenn du die Säge geschwenkt hast, war im Prinzip der Vergaser immer so, dass er nicht abgesoffen ist, dass die Schwimmkammer da immer richtig war wahrscheinlich. Interessante Technik. Von der Ergonomie war das natürlich noch meilenweit entfernt, aber man hat natürlich bei Stihl gesehen, das ist eine Sache, die Erfolg verspricht. Und dann gab es auch eine BLK-Säge, die war im Prinzip die kleine Stihl und BLK stand für Benzin, leicht und klein. Wobei dieses leicht und klein auch wieder relativ ist, denn die hatte immer noch 11 Kilo Gewicht. Aber ein richtig neues Kapitel wurde 1960 aufgeschlagen. Da wurde nämlich die erste Stihl Contra auf den Markt gebracht. Und die Stihl Contra ist heute noch ein Begriff. Ich weiß noch, als ich das erste Mal mit einer Stihl Contra gesägt habe, habe ich mir fast vor Angst in die Hosen gemacht. Das war schon ein richtiges Moped. Ergonomie war da auch noch, ich sag mal, vom Größenfaktor war das natürlich damals ein Riesenfortschritt, aber die hatte kein richtiges Antivibrationssystem, was Stihl AV nennt und was später in den Markt eingeführt wurde. Aber man hatte auch noch ein sicherheitsrelevantes System nicht am Start, nämlich die Kettenbremse. Die Arbeit mit der Motorsäge ist natürlich dann gefährlich, wenn du einen Rückschlag hast und die laufende Kette Unheil anrichtet. Aber beim Thema Arbeitssicherheit spielt sich natürlich auch immer so ein bisschen der Zeitgeist wieder. Denn wenn ihr mal in alte Stihlkataloge guckt, dann werdet ihr euch wundern, wie unbeschwert die Kollegen damals mit so einer Stihl am Start waren. Da wurde nämlich noch mit Jeans und kurzem Hemd und ohne Schutzausrüstung fleißig gesägt. Aber bei den Daten und Fakten würde ich sagen, Herr Leser, steuern Sie auch noch mal was dazu bei? Die Entwicklung ging halt immer weiter von der Kettensäge. Danach kam dann irgendwann mal die elektrische Zündung. Dann kam auch mal irgendwann mal die Griffheizung auch da rein. Das war, glaube ich, 73. Was jetzt vielleicht jetzt nicht massiv erforderlich ist, aber auch schon ein schönes Beiwerk ist, gerade wenn man länger draußen ist. Und Gerade für die Arbeit im Frost ist das natürlich
Mega, ne? Tankverschlüsse ist ein Thema auch, ne? Genau, einfach der werkzeuglose Tankverschluss. Wurde irgendwann mal das Aggregat gewechselt. Also nicht jetzt nur noch Benzinsägen, sondern auch mal elektrische Sägen, also Akkusägen. Und da sind halt seit 2009 mit am Start, ne? Ja, treue Zuschauer werden sich auch an unseren Vergleich erinnern, als wir eine Made in China Säge, nämlich eine Green Cut, mit einer Stihl MS500i verglichen haben. Genau. Der Vergleich war natürlich bewusst ein bisschen Äpfel mit Bieren und wir haben das euch auch relativiert. Wir wollten euch einfach mal zeigen, wo der Weiblinger Frosch seine Locken hat und was man zum Beispiel auch hier sieht, bei der MS661. Wir haben hier ein ordentliches Schwert drauf oder eine Schiene und das ist eine Leitschiene. Das heißt, auch hier ist so Entwicklung, wo wirklich da auch noch Gewicht gespart wird hier und da. Und wenn du mal überlegst, was du mit 11 Kilo heute am Start hast, das sind schon Welten. Genau. Und gerade auch MS500i, die erste Säge mit einer elektronischen Benzineinspritzung. Das ist natürlich eine Kurbelgehäuseeinspritzung, keine Saugrohreinspritzung, denn wir haben ja einen Zweitakter. Aber wir waren sehr begeistert davon. Demnächst wird uns noch eine Stihl MS881 unterstützen. Das ist derzeit die stärkste Serienmotorsäge der Welt. Aber wenn der Leser sägen will, will er sägen. Ne? Ja, die stärkste Motorsäge, aber die meistverkaufteste Motorsäge ist halt immer noch die 261. Also damit hat Stihl natürlich auch ein Produkt geschaffen, was massiv halt auch wirklich benutzt wird für die Industrie bzw. für die Forstwirtschaft, auch in der privaten Anwendung auch hohen Anteil hat. Und das ist, glaube ich, mit heute immer noch die meistverkaufteste Motorsäge. Stihl bringt halt immer noch ein Produkt, was, glaube ich, ja, weiß ich nicht, viel Emotionen halt auch mit sich bringt. Also Kettensägen, wir sehen es halt immer in den Kommentaren. Und selber, wenn man noch sägt, hat man eigentlich immer Spaß dabei. Und darf dann auch, weil man gerade so viel Spaß hat, auch nicht die, ja, sagen wir es mal so, die Sicherheitsvorschriften vernachlässigen. Aber wenn du es jetzt jeden Tag machst oder nur einmal jährlich, ist es halt immer noch ein geiles Werkzeug. Ja. Ne? Eine Stihl zu kaufen ist auch so ein bisschen, glaube ich, wie Ankommen. Glaube ich schon, ja. Irgendwie schon. Dann hast du einmal Ruhe im Karton. Es muss ja nicht unbedingt eine 881er oder 661er sein. Eine MS500i tut es ja auch. Und Stihl baut nach wie vor in Waiblingen, also nach wie vor made in Germany. Aber man baut auch in Fernost gerade die günstigeren Kollegen, wie zum Beispiel eine MS170, die auch wirklich vom Preispunkt dann mittlerweile ja auch schon deutlich unter 200 Euro zu haben sind. Und da ist eben der Kompromiss zwischen Preis und made in Germany. Oder eben nicht. Nach Stihl kommt unser nächstes Unternehmen und ich würde mal sagen, wir bleiben in der Forstwirtschaft und zwar mit der Firma Ochsenkopf Made in Germany. Genau. Haben wir euch auch schon öfter gezeigt. Ich glaube, du hast zum Beispiel den Kollegen ganz gerne. Ne? Jo, genau. Ich habe ja auch schon mal Motorsägenschein gemacht, wo wir euch mitgenommen haben. Den Zweiteiler blenden wir gerade ein. Und da habe ich mit den Leuten aus dem Forst gesprochen und da war Ochsenkopf wirklich ein Begriff für Qualität. Ochsenkopf kommt auch aus dem Speckgürtel der Werkzeugwelt, nämlich Remscheid. Ne? Genau, auch Remscheid. Die Vergangenheit, beziehungsweise der Ursprung, der liegt sehr, sehr weit zurück. Also 1781 gründen halt zwei Brüder halt so eine kleine Schmiede und seitdem ist das häufig so der Mythos und die machen halt überwiegend halt Äxte und sogar halt auch Sportäxte, gerade auch für Timbersports, was halt auch mal so auffällig ist, beziehungsweise auch ein Markenzeichen ist, von Ochsenkopf ist zum Beispiel auch dieses Rotband Plus, was ja oben nochmal den Stiel stützt, beziehungsweise auch wie bei der kleinen Ochsenkopf, bei dem Beil, dass der Achskopf auch wirklich sehr, sehr stark poliert ist. Ich habe ja schon mal was gezeigt, von wegen, dass das ja auch von diese kleinen Äxte von Gunsforce, die ja darauf ja komplett verzichten, auf diese Art Veredelung und das ist bei Ochsenkopf halt halt auch ein Markenzeichen. Ne? Mhm. Aber Ochsenkopf hat mittlerweile neben Äxten auch viele andere Kleinigkeiten, die das Leben des Forstarbeiters ein bisschen erleichtern. Ja, wir brauchen es immer auf dem Hof. Bei den gedeckten Stämmen, wenn wir die bewegen wollen, haben wir genau. Auch immer diesen Ochsenkopf. Und damit kannst du die Stämme halt viel, viel besser ziehen und schieben. Ne? Ja. Kleines Detail am Rande, Ochsenkopf gehört mittlerweile zu Gedore. Das nächste Unternehmen kennen mit Sicherheit auch alle von euch, zumindest das bekannteste Produkt, nämlich den Fischerdübel. Und der wurde erfunden von Arthur Fischer. Arthur Fischer wurde 1919 geboren, wollte in den Kriegsjahren eigentlich zur Fliegerei, aber seine Augen waren nicht so besonders gut und deswegen kam er in die Instandhaltungsabteilung und damit auch nach Stalingrad. Die deutschen Soldaten in Stalingrad wurden ja eingekesselt und nach eigenen Angaben wurde Arthur Fischer mit dem letzten Flugzeug aus dem Kessel ausgeflogen. In der Nachkriegszeit gab es natürlich auch in Deutschland viel Mangel und man hat improvisiert. Der eine brauchte, was der andere hatte oder umgekehrt. Und so kam Arthur Fischer so ein bisschen auch ins Tüfteln. Er war schon immer ein sehr findiger Mann. 1949 kam eine Fotografin
Fotografin in seine doch relativ kleine Mansardenwohnung und wollte seine Tochter fotografieren. Die Fotografin hat sich aber geweigert, das Ganze mit einem Blitz zu machen, denn damals hatte man noch hier so einen schönen Magnesiumblitz. Das kennt ihr vielleicht aus alten Filmen. Da wurde ja Magnesiumpulver mit einer Zündschnur entzündet und da musste man stillhalten. Dann hat es Pitch gemacht und das Bild war im Kasten. So, die Fotografin dachte aber, das mache ich hier nicht, weil dann brennt die ganze Hütte ab. Und das hat den Arthur Fischer doch so ein bisschen auf die Idee gebracht, dass es doch auch da was geben müsste. Und dann hat er den Synchronblitz erfunden und den hat dann Agfa 1950 übernommen und ihm quasi das Patent abgekauft. Diesen Agfa Synchronblitz, den werden auch noch viele kennen. Das sind diese kleinen Blitzwürfel, die sich dann mit jeder Auslösung so gedreht haben oder da gab es nachher auch so längliche. Ich hatte selber mal so eine kleine Agfa-Kamera, die mit diesen Blitzwürfeln arbeitete. Das Ganze hatte aber natürlich noch nichts mit Dübeln zu tun, aber ein paar Jahre später bekam Arthur Fischer von seinem ehemaligen Lehrherrn Besuch und der hat ihm erzählt, dass er jetzt mit großen Treppen hantiert und die müssen ja auch irgendwo befestigt werden. Und dann dachte sich Arthur Fischer, da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, einen Dübel zu erfinden, der das Ganze ermöglicht. Bis dato waren natürlich Dübel keine unbekannte Sache, denn Dübel gab es auch schon seit langer Zeit. Ganz früher gab es auch schon mal Holzdübel, das heißt, da wurden Löcher gebohrt, dann wurden so Holzstücke reingepresst und irgendwo dann eine Schraube dazwischen. Später wurde das Ganze ein bisschen perfektioniert. Da gab es dann Dübel, die im Prinzip aus Blech waren und in der Mitte ein Textil drin hatten. Ich habe sogar mal organisiert. Ich weiß nicht, ob das Upart-Dübel sind, aber die habe ich auf eBay ersteigert. Und zwar sieht man das hier, du hast hier so eine Blechhülse. Da drin ist hier ein Streifen Textil, das könnte Hanf sein, Hanffasern. Und die Schraube drückt jetzt diesen Dübel auseinander. Mehr schlecht als recht vielleicht. Ich habe aber tatsächlich solche Dübel bei Altbausanierung schon häufiger gesehen. Und der Arthur Fischer hat sich dann gedacht, ich mache irgendwie was anderes und da kam ihm eben auch zugute, dass die Kunststofftechnik auch sich weiterentwickelt hat. Eine Sache davon war der Nylonstrumpf. Der Nylonstrumpf war natürlich eher dafür gedacht, dass er die Blicke der Betrachter auf sich zieht. Der Dübel hat eigentlich ein unrühmliches Leben vor sich, denn der ist dafür gemacht, irgendwo in einem dunklen Loch zu verschwinden und da seinen Dienst zu verrichten. Ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen von diesen Dübeln, Abermillionen, in irgendwelchen Wänden schlummern. Arthur Fischer war auch einer der erfolgreichsten oder umtriebigsten Erfinder, denn er hat über 1100 Patente und Gebrauchsmuster angemeldet und ist eigentlich damit in einer Liga mit Edison, der auch ein ziemlich krasser Tüftler und Erfinder war. Und wenn man jetzt denkt, Arthur Fischer hat jetzt seine Dübel gemacht, das war wirklich ein Erfolg international, hat das aber nicht dabei bewenden lassen, sondern er hat irgendwann auch noch die Fischertechnik erfunden und damit habe ich schon als kleiner Junge gespielt. Und auch das kam eigentlich aus so einer Idee heraus. Arthur Fischer wollte nämlich Geschäftskunden eine Freude machen und den Kindern irgendwo was Besonderes schenken. Dann hat Arthur Fischer diese Fischer-Systembausteine gefunden. Wir wollen jetzt nicht Klemmbausteine oder andere Markennamen hier benutzen. Nachher kriegen wir noch eine Abmahnung. Aber Fischertechnik gibt es auch heute noch. Wir haben hier zum Beispiel so einen kleinen Bagger. Den hat der Leser ja neulich in dem Livestream zusammengebaut mit einer Pneumatik. Aber aus dem Dübel heraus ist Fischer ein Weltkonzern geworden, wo das ganze Thema Befestigungstechnik wirklich eine allumfassende Rolle einnimmt. Und Fischer hatte natürlich auch Konkurrenz aus eigenem Lande. Zum Beispiel hier die Tox-Dübel. Die haben die ersten Universaldübel auf den Markt gebracht hier 1973, weil die hatten dann das Knopfhoff, dass die sich je nach Wand aufspreizen konnten, zum Beispiel in Hohlbausteinen. 1973, aber Fischer hat natürlich auch nachgezogen. Es gibt natürlich auch Universaldübel von Fischer, wie diese. Es gibt auch Mehrkomponentendübel und so weiter. Rigipsdübel, das Thema Befestigungstechnik, ist ein Thema mit unglaublich vielen Facetten. Mittlerweile gibt es ja auch so Sets, selbst für den Anwender zu Hause, mit so Hohlraummetalldübeln, die dann einfach quasi ähnlich wie eine Niete, werden die mit dieser Zange eingebracht. Arthur Fischer ist 2016 hochbetagt verstorben, aber er war bis zum Ende seiner Tage ein ziemlich umtriebiger Geist und ich habe den mal in einem Podcast gehört, in einem Interview, ich glaube auf Bayern 3 und da hätte ich im Leben nicht gedacht, dass er damals schon, meine ich, über 90 war. So frisch klang er noch und umtriebig. Von meiner Seite aus Hochachtung für so ein Lebenswerk und das Thema ist auch hier immer noch nach wie vor Made in Germany. Ja, und jetzt gebe ich mal zurück an den Herrn Leser, denn nachdem wir schon bei den Elektroinstallateuren waren, gehen wir jetzt mal ins
Sanitär. Genau, und eine Firma, die da, glaube ich, auch gar nicht mehr aus dem Markt zu drängen ist, und das ist halt Rotenberger. Und wir angefangen hat das mit Edwin Rotenberger, der 1949 halt erstmal angefangen ist, wie Yukari ähnlich, halt erstmal mit so einem kleinen Fachhandel, halt für Werkzeug, Maschinen und alles rund um Zubehör, also schon auch schon fachbezogen auf die ganzen Installationssachen. Und ausnahmsweise nicht im Raum Wuppertal-Remscheid, sondern nee. Frankfurt, ne? Genau, Frankfurt. Und dann ist aus einem kleinen Handelsladen entstand dann halt das Unternehmen Rotenberger, wie man es heute kennt, auch mit dem Schwerpunkt Verpresstechnik, weil dadurch, dass er vielleicht auch einfach gut nah beim Kunden war und in der Branche halt auch tätig war, ist ihm halt auch irgendwo so eine Nische aufgefallen. Das war dann halt auch die Verbindungstechnik der einzelnen Rohre und früher wird er noch verlötet, wie es heute auch noch. Und da ist er angefangen, ein Presssystem zu entwickeln, das sogenannte R-System. Das ist so der Ursprung von dem, was wir jetzt heute hier sehen. Das wird der große Bruder sein. Und das hat dann Rotenberger mit der Lauf der Zeit, mit den Jahrzehnten halt immer weitergehend ausgebaut und sind jetzt in der Verpresstechnik halt Marktführer, würde ich schon fast sagen. Und aus dem Ganzen halt auch nicht mehr wegzudenken. Ne? Kleines Detail am Rande, das Gerät, was wir hier von Rotenberger haben, der ist auch im CAS-System. Das heißt, hier können wir dann den Akku auch mit Metabo tauschen oder mit anderen CAS-Systemen. Und es ist generell ein Akkugerät, ne? Auf jeden Fall, genau. Ja. Das ist halt ja auch das, wo Rotenberger auch sehr, sehr stolz drauf ist, dass sie das jetzt auch so gemacht haben. Wir haben es auch in diesem CAS-Video auch schon mal gezeigt und erklärt, dass es halt auch andere Hersteller gibt, auch andere deutsche Hersteller, die halt auch in der Verpresstechnik tätig sind. Aber da ist halt immer diese Form vom Akkuschrauber. Und da wurde halt Rotenberger halt weg von, einfach auch wegen dem Handling her. Und deswegen haben die halt das ihr Produkt halt so designt und das funktioniert, ist damit auch einzigartig. Ne? Ja. Du kannst natürlich auch diese Pressbank alles noch wechseln, das ist alles super easy. Ja, was ich ganz interessant finde, dass das hier so auch in diese Metallleiste übergeht. Also relativ robuster Eindruck und das Ding hat Ivan im Ärmel. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Von Hessen gehen wir wieder zurück nach Kronenberg, also nach Wuppertal, in den Speckgürtel der deutschen Werkzeugindustrie. Und während Karl Gustav Putsch 1882 dort sein Zangenimperium gegründet hat, hat 1862 bereits der Edgar Wille den Grundstein für Stahlwille gelegt. Und Stahlwille ist ja heute im Prinzip der Markenname als ein Wort, aber der Gründer hieß wirklich Wille mit Nachnamen. Es gibt auch nach wie vor in Kronenberg das Stammhaus, auch der Firmensitz ist immer noch dort. Und Stahlwille kennt ihr auch, denn wir haben Stahlwille wirklich auch schon genommen als Teil von Made in Germany. Nämlich wir haben euch den Werkstattwagen gezeigt von Stahlwille und haben dort den Vergleich gemacht mit Made in China. Also lohnt sich Made in Germany? Das haben wir euch damals mal so ein bisschen gezeigt, wo eben der Preis sitzt, nämlich in der Verarbeitung der Werkzeuge, aber auch in des Werkstattwagens. Aber Stahlwille ist natürlich nicht auf dem Stand von 1862 stehen geblieben, sondern auch da hat es ja eine Revolution in der letzten Zeit gegeben. Wir haben hier als Beispiel einen großen Drehmomentschlüssel und dieser Drehmomentschlüssel ist elektronisch. Das heißt, die Messung erfolgt hier mit elektronischer Ausgabe. Du kannst auch eine Protokollierung machen. Auch bei anderen Sachen ist Stahlwille relativ weit vorn in der Industrie 4.0. Und aus Zuschauerkreisen wissen wir auch, dass viele von euch Stahlwille-Werkzeuge haben, die teilweise schon sehr, sehr alt sind, aber immer noch gehegt und gepflegt und ihren Dienst verrichten. Und das ist auch mal eine Sache, da würde ich auch gerne mal hinter die Kulissen schauen, um einfach mal mitzuerleben, wie solches Werkzeug wirklich produziert wird. Made in Germany. Und ihr habt wahrscheinlich schon die ganze Zeit gedacht, wann kommen denn diese Burschen hier? Genau. War auch Hauptbeschwerdepunkt der Folge 1, wo ihr noch nicht wusstet, dass das eine Serie wird. Gab es jede Menge Kommentare, wo ist Festool, was fällt euch ein? Ja, ne? Wir haben es uns einfach nur aufgespart. Genau, das Beste kommt zum Schluss. Wobei, es wird noch eine Folge geben, mindestens eine. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen, dann immer in die Kommentare. Aber ich will dem Meister des Tischlerhandwerks hier nicht vorgreifen, denn der Herr Leser, ich gebe an Sie weiter. Oh, danke. Angefangen hat das alles also mit Zimmereimaschinen und das waren halt ein Zusammenschluss von Albert Fetzler und Gottfried Stoll. Die haben sich halt zusammengetan und haben damit halt die Firma Festool und jetzt Festool halt gegründet. Angefangen hat das aber auch erst mit dem Firmenlogo, das ist auch so eine relativ große Philosophie. Das erste Logo war jetzt nicht Festool, auch nicht Festool, das war einfach nur die Hausnamen. Fetzler und Stoll. Genau, das war so das erste Logo, der erste Firmenbegriff tatsächlich. Wobei ich würde sagen, der Name Fetzler kann schon was, ne? Ja, das stimmt. Also er fetzt schon. Genau. Aber der Stoll war ja auch noch dabei. Und so begab es sich also, dass die beiden Kollegen da ordentlich zusammenarbeiten. Und das Unternehmen wuchs und gedieh. Und irgendwann hat man dann gesagt,
Genau. Lass uns Festo rausmachen, ne? Ja, aber das kam erst später vor, so ein paar andere Punkte. Und erstmal gesagt, was machen wir? Der Schwerpunkt war dann tatsächlich erstmal auf Zimmereimaschinen. Und ja, das ist jetzt relativ interessant, was jetzt kommt. Und zwar auch im selben Jahr, also 1927, so wie Stiel, haben die halt auch eine Kettensäge halt rausgebracht. Und dahingehend aber auch schon als Benziner, nicht so wie Stiel als Elektro, sondern sind da schon auch eingestiegen mit Benzin. Fand ich ganz interessant in dem ganzen Part, dass das relativ alles sehr, sehr nah und dicht beieinander war. Und von da aus ging es dann halt immer weiter. Dann kam auch immer mal das Festo-Logo, also Festo. Und Festo, genau. Genau, das erste richtige Logo, was die meisten bestimmt auch kennen, ist Festo. Das kam dann 1933. Festo war ja auch im Bereich Drucklufttechnik bekannt und sehr aktiv. Aber Thema Zimmereimaschinen, Holzbearbeitung ging natürlich weiter. Ne? Genau, mit dem Branding Festo, da kamen auch wirklich die ersten Maschinen, Pendelaubesäge, Tellerschleifer, alles sowas, das kam dann wirklich vorlaufend. Und mit dabei ändert sich das Logo halt auch immer. Ich glaube, 1962 gab es dann wieder ein neues Logo. Irgendwann wurde Festo-Logo auch mal blau. Was mir an der Recherche hängen geblieben ist, ist auch 1938 haben die den ersten Tellerschleifer gefertigt, der eine Staubabsaugung hatte. Das fand ich schon weit vorne. Ja. Und da ist heute immer noch ein großes Thema bei Festo, ne? Staubabsaugung mit ihren Saugern etc. Haben wir neulich noch gezeigt hier, genau, bei den Kappsägen und auch bei den Tauchsägen, dass die da einen guten Job machen. Ne? Okay. Also dann gab es auch einen ersten Schwingschleifer, einen Rutscher quasi. 51. Ja, und auch das stelle ich mir immer vor, du warst irgendwie in den 50er Jahren, hast eine Treppe gebaut oder so. Dann hast du dir einen Schleifklotz genommen und hast da ohne Ende harte Arbeit. Und dann kam eben, hat dein Händler da über Fernruf angerufen und hat gesagt, hör mal, Erwin, ich hab da was Neues, komm mal rüber. Da ging die Sonne auf, ne? Ja, was ich halt auch mal mit Festool halt auch verbinde, ist halt wirklich immer auch die TS55, also quasi eine Tauchsäge, beziehungsweise auch wirklich das Sägen mit Führung, also mit einer Schiene. Und da sind die halt auch schon relativ früh mit angefangen. Schon seit 62 gibt es also die erste Führungsschiene, wo auch die Säge dann auch mit so einem Schiebestock halt teilweise über das Werkstück halt drüber geschoben wurde. Und ja, das war halt der erste Ursprung halt wirklich zur Führungsschiene. Und darauf ist man auch immer angeklopft. Okay, hatte man halt immer so die Handkreissäge, also mit Pendelhaube. Also irgendwann brauchte man auch wirklich was, wirklich die Tauchsäge. Und da sind ja 1980 halt angefangen, so mit dem ersten Prototypen, beziehungsweise mit dem ersten Modell, also quasi der große Bruder oder der Vater der jetzigen Tauchkreissägen-Serie, die ATX-45. Der Darth Vader der Tauchkreissäge. Ich bin dein Vater. Für mich ist es halt auch immer noch das Werkzeug bei Festool. Und ich denke auch immer noch, ist es immer noch das Werkzeug, was am meisten verkauft wird. Bei Festool ist halt immer diese Tauchkreissägen. Aber andere Produkte natürlich auch. 1979 kam dann noch ein zweites starkes Produkt von Festool, ist der Rotex. Den kennen heute auch die meisten. Hatten wir ja auch Holzbearbeitung, schon. Auch maler Lackierer. Genau. Ne? Ja, siehst du oft? Genau, auf jeden Fall. Also Festo ist ja nicht nur Zimmerei oder Tischlerei, sondern auch wirklich auch viel Maler. Ne? Die spüren natürlich auch da drauf. Und wir hatten zwar den Rotex noch nicht in der Sendung gehabt, aber wir hatten ja schon mal das Gegenprodukt, sag ich mal, von Bosch. Und Turbo, ne? Genau, und ja. Der Clou an den ganzen Geräten ist ja einfach nur, dass du so eine Zwangsrotation hast, wo du halt einfach viel, viel mehr Abtrag mit erzielst. Aber trotzdem kannst du natürlich damit fein arbeiten, denn du kannst die Zwangsrotation auch eben deaktivieren. Was mir aber auch noch einfällt, ganz klar, ist Domino-Fräse von Festool. Wir hatten euch ja im letzten Video auch die Lamello gezeigt. Also es gibt ja im Prinzip drei Systeme. Lamello, dann den Duo-Dübler von Maffel und dann den Domino. Genau. Dübler, ne? Und was man ja auch mal noch verbindet, beziehungsweise was man ja auch mal noch immer stark sieht, ist halt immer Festool, kommt ja immer in Sustainern. Und das halt geschieht seit 1993. Übrigens ein sehr, sehr gutes Jahr ist. 93 ist ein wunderbares Jahr. Ja, und da bin ich geboren. Was man natürlich auch nicht vergessen sollte, sind die Festool-Oberfräsen. Wir haben einige davon in der Werkstatt und demnächst wird es noch mal ein Special geben, wo wir euch so ein paar Mal im Einsatz zeigen. Denn wir sind ja nach wie vor auch immer noch hier voll in Action, im Möbelbau und im Küchenbau aktiv. Wo man ja Festool ja auch ganz stark sieht, hatten wir auch noch letztens das Thema Kappsägen, hatten wir ja die große Bosch gezeigt, Akku und so, daneben halt die Milwaukee, und da haben wir auch viel, viel immer von der Kappex gesprochen, die gibt es halt auch schon seit 2007. Ja. Hätte ich auch nicht so gedacht. Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube, das war damals die KS120, mittlerweile gibt es ja auch eine KS88 und die KS60, ne? Die haben wir euch auch schon mal gezeigt. Und interessantes Detail finde ich noch bei Festool ist, dass eben der Markenname Festool ja auch Festool
gesprochen werden kann. Und damit ist natürlich das ein Vorteil in der Internationalisierung. Und Festool ist auch eine Marke, die auch sehr stark in den USA ist. Und ein Kompliment an Festool für deren Marketing. Denn zum einen ziehen sie ihre CI wirklich komplett durch. Die haben immer diese charakteristischen Gehäuse, Bedienelemente in diesem klassischen charakteristischen Grün. Du hast eben schon die Systena genannt. Ja. Und Festool ist wirklich eine Qualitätsmarke. Da weiß man, was man hat. Das ist, glaube ich, Waschpulverwerbung gewesen. Persil, da weiß man, was man hat. Im Prinzip gibt es gar keine bis kaum Produkte von Festool, die nicht wirklich gut sind. Wir haben euch mal den Viergang-Akkuschrauber gezeigt. Da würde ich sagen, da gibt es vielleicht bessere. Aber Festool hat auch schon nachgelegt. Gibt es übrigens ein neues Modell jetzt demnächst. Ja. Jetzt auch die portable Powerstation mit 3,6 kW. Dauerleistung zum Mitnehmen. Das ist schon alles sehr spannend und ich freue mich, was da in Zukunft noch alles von Festool kommen wird. Und nach wie vor inhabergeführtes Unternehmen, Made in Germany. Und jetzt seid ihr wieder gefragt, denn getreu dem Motto, ihr kommentiert, Brockschmidt spendiert, haue ich wieder einen raus. Und zwar von Knipex, das Zangenset mit der kleinen Cobra und mit dem kleinen Zangenschlüssel. Ist mega, macht euch glücklich, aber das soll es ja nicht gewesen sein, denn du weißt erst, was gut ist, wenn du weißt, was gut ist. Und dafür gibt es auch noch ein Shirt von uns dazu, natürlich in eurer passenden Größe. Und was sollt ihr machen? Unter dem Hashtag Made in Germany schreibt einfach mal eure Favoriten aus der jetzigen Sendung, eure Meinung, Kommentare zum Video. Und nicht vergessen, abonnieren, weil es folgt noch ein dritter Teil Minimum. Und in diesem Sinne, bleibt uns treu, bleibt vor allen Dingen gesund und bis dann. Der 1949. Es war ein schönes Knipex-Zangenset mit der kleinen Knobra.